Hallihallo und herzlich willkommen hier zu diesem Infovideo von mir, Enrico. Ja, ich habe mich sehr, sehr lange nicht mehr zu Wort gemeldet. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass ich momentan einfach mit der Zeit sowas von eng besetzt bin. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr für YouTube-Geschichten und alles weitere. Deswegen will ich mich jetzt mal zum aktuellen Stand äußern. Der ist also momentan so. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen alten Kanal, den Spyro Sonic Fan 93 Kanal, den lasse ich doch so, wie er ist. Den rühre ich auch wahrscheinlich nicht mehr an. Meine ganzen alten Videos bleiben drauf, also die könnt ihr euch alle auch noch weiterhin anschauen, wenn ihr Lust dazu habt. Also wer da raufschauen will, der kann sich den unter Favoritenabspeichern abonnieren, braucht dann wahrscheinlich nicht mehr, weil da keine weitere Neuerung dazukommen. So, und jetzt bezüglich meines neuen Kanals, den werde ich dann jetzt eben fortsetzen, ohne die früheren Videos zu archivieren, weil das A mit Haufen Arbeit verbunden wäre und zweitens eigentlich Quatsch wäre, die zu nochmal neu hochzuladen, weil eigentlich kann ich das alles auf dem alten Kanal so belassen, wie es ist. Es ist ja ganz okay. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch einen dritten Strike bekomme, das wäre nicht so gut. Deswegen habe ich mir die Videos aber aus Sicherheitsgründen auf der Festplatte abgespeichert. Also sollte es wirklich so weit kommen, dass mir mein Kanal gesperrt wird wegen irgendwelchen Content-Möglichkeiten, was hoffentlich nicht passieren wird, dann habe ich die Videos in der Rückhand und dann kann ich sie auch nochmal neu hochladen, wenn ihr das denn wollt. So, jetzt aber noch dazu, wie ich jetzt weiter verfahren werde. Es sieht jetzt so aus, dass ich weitermachen werde mit dem Let's Langeweile Mario Kart, was wir schon im März aufgenommen haben, was ich immer noch nicht hochgeladen habe. Wie gesagt, das tut mir wirklich schrecklich leid. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, das mal zu bearbeiten, die Sounddatei mir anzugucken, weil es ist ja nun mal auch eine gewisse Arbeit, die ich da hineinstecke. Und ja, fehlt einfach die Zeit. Ich habe jetzt zumindest den ersten Tag. Also es waren ja 2 Tage, die wir aufgenommen haben, habe ich den ersten Tag wenigstens schon mal fertig. Den muss ich jetzt nur noch mit dem Programm zusammenschweißen, dass eine Videodatei raus wird. Daran muss ich es noch in ein paar Teile schneiden. Ich hoffe, dass es dieses Wochenende noch was wird. Wenn nicht, muss ich schauen, wann ich es schaffe, dass ich das dann hochlade. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich demnächst passiert, weil es tut mir wirklich leid, dass das so lange ruht. Auch die Leute, mit denen ich gefahren bin, warten da sicherlich schon sehnsüchtig drauf. Dann gibt es noch ein anderes Let's Langeweile, was inoffiziell war. Da habe ich nicht angekündigt. Das war einfach nur eine private Runde mit ein paar Leuten. Das war auch einfach nur aus dem Anlass, weil eben zu dem Zeitpunkt es kurz davor war, dass die Mario Kart Wii Server runtergefahren werden, was ja jetzt auch passiert ist. Da haben wir uns alle nochmal zusammengesetzt, um nochmal ein Rennen zu fahren. Das ist auch noch als Rohdatei auf dem Computer, das werde ich dann auch noch hochladen. So, und dann werde ich auch danach dann mal sehen, dass ich weitermache mit meinem aktuellen Let's Play. Das ist ja das von Crash Bandicoot 2. Das werde ich dann einfach so fortführen. Also die alten Videos bleiben auf dem alten Kanal und mit den neuen Videos mache ich dann auf dem neuen Kanal weiter. Gut, ich glaube, das war's soweit an Infos. Dieses Video werde ich auch auf beiden Kanälen hochladen, damit sowohl die Abonnenten des einen Kanals als auch meine neuen Abonnenten des anderen Kanals oder möglicherweise auch alten Abonnenten, dass die darüber Bescheid wissen, dass der Stand der Dinge momentan so aussieht. So, damit darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, das war aufschlussreich, dieses Infovideo, und ich wünsche uns allen, dass es noch weiter so lange geht. Von mir aus kann es lange noch so weitergehen. Und ich hoffe, dass ich die nächsten Tage ein bisschen damit nutzen kann, dass ich videotechnisch ein bisschen was nachhole. Bis dahin, ciao.